Solidarität bedeutet für mich eben Rücksichtnahme auf die Schwächsten der Gesellschaft. Für mich ist Solidarität einfach das wahrzunehmen, dass ich in Verbindung mit allen Menschen, dass alle Menschen miteinander in Verbindung sind. Eigentlich ist es Empathie, dass man einfach auch sieht, was der andere braucht und dass man auch dann auch handelt. Für mich persönlich ist es einfach, wenn man aufeinander zugeht und nicht voneinander weggeht. Um Che Guevara zu zitieren, Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Obwohl Österreich zu den reichsten Ländern der Welt zählt, sind 1,1 Millionen Menschen in diesem Land armutsgefährdet. 450.000 Österreicher und Österreicherinnen gelten als manifest arm. Viele von ihnen müssen mit rund 4 Euro pro Tag auskommen. Der Soziologe Richard Wilkinson und die Medizinerin Kate Pickett zeigen in zahlreichen Untersuchungen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Wohlergehen aller in der Gesellschaft und ihrem Umgang mit den Armen. Je besser es gelingt, die Kluft zwischen Arm und Reich zu verringern, desto wohler fühlt sich jedes einzelne Mitglied in einem sozialen Gefüge. Eine gleichmäßige Reichtumsverteilung führt zu einer besseren Lebensqualität. Und das unabhängig vom durchschnittlichen Nationaleinkommen. In sozial sensiblen Gesellschaften steigt die Lebenserwartung, der Gesundheitszustand und das Bildungsniveau aller, während soziale Probleme wie zum Beispiel Kriminalität und Drogenmissbrauch sinken. Dabei spielt die Höhe des Bruttonationalprodukts kaum eine Rolle. Wichtig ist ein geringer Unterschied zwischen Arm und Reich. Die Bekämpfung von Armut bringt ein Mehr an Lebensqualität für alle. Dazu braucht es Solidarität mit denen, die gesellschaftlich am Rande stehen. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich unterschiedliche Praktiken, um das Problem der Armut in den Griff zu bekommen. Sehr viele dieser Maßnahmen beschäftigten sich nicht mit der Ursache, sondern versuchten generell, die Bedürftigen aus der Gesellschaft auszuschließen. Diese Praktiken werden als Armutsbekämpfung durch Exklusion bezeichnet. Ein Beispiel für Exklusion war der Umgang mit den Leprakranken in Innsbruck. Im Jahr 1313 stand neben der St. Nikolauskirche, dort wo sich jetzt der Kindergarten befindet, ein Siechen- und Leprosenheim. Im Mittelalter mussten alle, die im Verdacht standen, an Lepra erkrankt zu sein, die Stadt Innsbruck, die das Gebiet der heutigen Altstadt umfasste, verlassen. In einer feierlichen Prozession, ähnlich einem Begräbnis, wurden die Kranken in das Siechen- und Leprosenheim gebracht. Ein Priester las dabei für sie die Totenmesse. Die Erkrankten erhielten zum letzten Mal die Kommunion und galten danach für ihre Angehörigen und Nachbarn als gestorben. Viele von unseren Klienten, Klientinnen leiden extrem darunter, dass sie eben über ihre Erkrankung nicht sprechen können. Dass sie dieses Tabu so halten müssen, dass sie das zum Teil bis in den engsten Kreis hinein einfach verheimlichen, aus Angst vor dieser Diskriminierung. Und ständig mit so einem Geheimnis leben zu müssen und alles, was man tut und was man denkt, sozusagen zu zensieren, damit das ja niemand erfährt. Also ich stelle mir das immer so schrecklich vor, wenn man sich selber so beschränken muss. Die Leprakranken erhielten spezielle Kleidung, Handschuhe, einen Stock, ein Trinkgefäß und einen Rucksack. Ihnen war nicht erlaubt, mit bloßen Händen etwas zu berühren oder aus einem öffentlichen Brunnen zu trinken. Sie mussten mit einer Klappe die Gesunden vor ihrer Anwesenheit warnen.
Ein sogenannter Siechenvater und eine Siechenmutter betreuten die Leprakranken. Bei Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten spendeten die Bürger der Stadt für ihren Unterhalt. Eine Frau, die sich für die Innsbrucker Siechen besonders aufopferte, war Margarete Huberin, gestorben 1662, an die eine Gedenktafel an der St. Nikolauser Kirche erinnert. Heute finden Menschen mit ansteckender Erkrankung wie HIV Unterstützung bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Innsbrucker AIDS-Hilfe. Naja, also zu erfahren, dass man HIV infiziert ist, ist sicher für jeden ein totaler Schock. Also, ich meine, das, was meinen Arbeitsbereich betrifft, sind wirklich oft existenzielle Schwierigkeiten, dass Leute zu wenig Einkommen haben, um sich guten Wohnraum zu beschaffen, den man aber ganz dringend braucht, wenn man krank ist, wie jeder andere kranke Mensch natürlich auch. Bei HIV-Positiven und AIDS-Kranken ist es sozusagen noch wichtiger, weil die ja diese HIV-Therapien nehmen müssen mit sehr vielen Nebenwirkungen, wo man die Therapie sehr regelmäßig nehmen muss und einfach einen guten, geschützten Raum für sich braucht. Was ich von meinen Klienten und Klientinnen ganz oft höre, ist, dass sie sich sehr ausgegrenzt fühlen, dass dieses Tabu, das an dem Thema dranhängt, einfach so riesig ist, dass man das immer noch nicht sagen darf, beziehungsweise wenn es veröffentlicht ist, sie mit ganz klarer Ausgrenzung und Diskriminierung umzugehen haben. Nicht weit vom Siechenheim entfernt befindet sich das Turnus-Vereinshaus. Ein ehemaliges Zucht- und Arbeitshaus. 1712 wurde dieser Gebäudekomplex in Innsbruck in der Innstraße Nummer 2 errichtet. Er diente dazu, alle, die keine geregelte Arbeit hatten, einzusperren. Darunter fielen Menschen, die aus der Sicht der Bürger und Bürgerinnen unberechtigterweise in Innsbruck um Almosen bettelten. Als unberechtigt galten alle Arbeitsfähigen, unabhängig davon, ob es für sie Arbeit gab oder nicht. Aber auch für diejenigen, die nicht aus Innsbruck kamen, war das Betteln verboten, da sie kein Heimatrecht besaßen. Was für Arbeit würdest du gern machen? Abwäscher, Telewaschen oder Putzen oder Lackierauto ist mein Job. Meine Schule gemacht, 12 Jahre, Diplom, Tinikidiu, Lackierauto. Also du bist ausgebildete Autolackiererin? Autolackierin, ja, in Rumänien. Hier in Innsbruck nur gearbeitet, Abwäscher, Telewaschen. Als berechtigte Bettler und Bettlerinnen galten Witwen, Kranke und Behinderte, sofern sie gebürtige Innsbrucker und Innsbruckerinnen waren. Nur dann erhielten sie ein Bettelabzeichen, das ihnen erlaubte, um Almosen zu bitten. Alle anderen, die auch nur unter Verdacht standen zu betteln, wie etwa Schausteller, Straßenmusikanten, Trunkenbolde und sogenannte liederliche Frauen, wiesen Magistratsbeamte ohne Gerichtsbeschluss in das Zucht- und Arbeitshaus ein. Dort mussten sie von 5 Uhr früh bis 7 Uhr abends schwerer Arbeit nachgehen. In den umliegenden Feldern halfen sie beim Getreidedreschen, Holzhacken und beim Straßenbau. Das Zucht- und Arbeitshaus galt zu der Zeit als eine pädagogisch fortschrittliche Maßnahme, da das Ziel darin bestand, den Insassen die Liebe zur Arbeit näher zu bringen. In den Jahrhunderten davor wurden in Tirol unberechtigte Bettler und Bettlerinnen gejagt, ausgepeitscht, gebrandmarkt und schlussendlich als Galeerensklaven nach Venedig verkauft.
AKIFEI ist eine gemeinnützige Personalvermittlung. Wir bieten Personalvorauswahl für Unternehmen kostenlos als Partner von AMS und Land Tirol. Langzeitbeschäftigungslose Menschen sind sehr stark mit dem Problem konfrontiert, dass viele der Meinung sind, wenn jemand schon ein Jahr nicht in Arbeit war, dass die Einstellung nicht stimmt, dass der Wille nicht da ist, was wir wirklich widerlegen können, weil wir sehr, sehr motivierte und tolle Leute da haben, die sich aus ganz anderen Gründen schwer tun, wieder in Arbeit zu kommen, nicht von der Einstellung her. Wir bieten den Menschen Einzelcoaching an, Gruppencoaching und das Unternehmensservice. Das heißt, dass wir die Menschen, die wir als absolut top von der Einstellung her kennenlernen, aktiv in Unternehmen einbringen und die Chancen auf einen Arbeitsplatz erhöhen. Wir haben mit Menschen zu tun, die zu wirklich 99% absolut top motiviert sind, ja, allerdings natürlich sehr frustriert sind, weil sie am Arbeitsmarkt nicht mehr diese Chancen haben, aufgrund des Alters, aufgrund vielleicht auch ihrer schlechten Präsentation. Das mag sein, ja, aber die Einstellung, arbeiten gehen zu wollen, das ist bei fast allen sehr, sehr positiv. Und deswegen sind wir auch so erfolgreich, weil wir gute Leute haben. Also wir machen vor allem, haben ein niederschwelliges Arbeitsprojekt, da geht es vor allem darum, dass eben Jugendliche im Sinne der Freiwilligkeit hinkommen können und in einem Tagelöhnerprinzip Geld verdienen. Und für uns geht es vor allem darum, dass die Arbeiten auch so gestaltet sein, dass sie für sich Arbeit sinnhaft erfahren können. Das heißt auch, dass Sinne angesprochen sein. Das heißt, dass es eine haptische Arbeit ist, dass es eine Arbeit ist, die man eben mit allen Sinnen begreifen kann. Neben Exklusionsmaßnahmen, um Armut zu bekämpfen, gab es immer schon solidarische Unterstützung von Innsbrucker Bürgern und Bürgerinnen sowie Selbsthilfeinitiativen. Ein Beispiel dafür ist die Gründung des Allgemeinen Arbeitervereins 1877 im Gasthaus zum Goldenen Kreuz. Das heutige Konobar in der Innstraße Nummer 13. Dieser Arbeiterverein setzte es sich zur Aufgabe, seine Mitglieder im Krankheitsfall zu unterstützen. Sie erhielten bis zu 11 Wochen lang einen geringen finanziellen Beitrag. Weiters wurden sie von Dr. Anton Glatz, einem liberalen und sozial eingestellten Arzt, ein Jahr lang umsonst behandelt. Erst im Jahr 1889 wurde in Österreich die allgemein gesetzlich geregelte Krankenversicherung eingeführt. Allerdings zunächst nur für Männer. Die Tiroler Gebietskrankenkasse als Sozialversicherungsträger ist der größte Krankenversicherungsträger in Tirol. Mitgliederstand sind in etwa bei 600.000 Versicherte und anspruchsberechtigte Angehörige. Und ist und bleibt ein Garant dafür, für Wechselfälle des Lebens, wenn irgendwas Schlimmes passiert, aus einer Krankheit heraus, dass niemand durch das soziale Netz fällt. Wenn eine Arbeitsunfähigkeit eintritt, kommt es mitunter zur Krankengeldzahlung, ja, als Ersatz für einen entfallenen Lohn- oder Gehaltsbezug, und der wird in der Regel für die Dauer von 26 Wochen geleistet. Wenn jemand im letzten Jahr vor Eintritt des Versicherungsfalles 6 Monate Versicherungszeiten nachweisen kann, dann verlängert sich der Maximalzeitraum auf 52 Wochen Krankengeldbezug. Wie hoch ist in etwa das Krankengeld? Das Krankengeld ist vom 4. bis zum 42. Tag 50% der Bemessungsgrundlage. Das ist in der Regel der letzte Bruttobezug, und ab dem 43. Tag 60% der Bemessungsgrundlage. Armut bedeutet, von der Teilhabe an den materiellen und immateriellen Gütern der Gesellschaft ausgegrenzt zu sein. Ich finde, wir sollten wieder viel mehr zueinander finden und miteinander das Tagwerk begehen. Dass die Ausgrenzung schlussendlich nur dann aufhört, wenn sich viele Menschen einfach überlegen, dass das nicht sein soll und nicht sein darf und dass es nicht notwendig ist. Das heißt, es gehören eigentlich Maßnahmen getroffen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man
kranke Menschen oder Menschen, die anders sind, nicht einfach ausgrenzen kann aus einer Gesellschaft. Und daher ist eine Gesellschaft, die nicht auf die Schwachen, Armen, Kranken und so weiter schaut, eine, die langfristig vom, mittelfristig kann man sagen, vom Zerbrechen bedroht ist. Und in dem Stadium befinden wir uns momentan. Große Ungleichheit beeinträchtigt massiv das soziale Zusammenleben. Die Zufriedenheit der Bürger mit ihrer Stadt ergibt sich nicht daraus, welche Möglichkeiten den Reichen im Land zur Verfügung stehen, sondern welche Unterstützung wir den Menschen am Rande der Gesellschaft bieten.